Hallo und willkommen zurück mit neuem Glück auf in den nächsten Run. Und ohne weitere Vorreden, er wird begonnen. Und auch diesmal mit dem Schützen. Ja. Weißt du, anstatt dass wir mal einen Charakter mit mehr Glück nehmen? Nein, wir nehmen natürlich den, der... Tja, nach ein paar Headshots sind diese Gegner auch keine Gegner mehr. Viel weniger Counter-Strike. Ich schick dich zu Steve. Und zu Gemini. Boom. Du Rage Kid. Glatoni, die Gefräßigkeit. Zöllerei. Komm schon, sag uns deinen Laser. Ja, das ist ein braver Glatoni. Kaboom! Damit, das war das falsche Herz. Okay, Miniboss down, hat nichts gebracht. Dann jetzt nach unten und da ist der Schatzraum. Der bringt auf jeden Fall was. Und schnell, bring diesen Sack zum Platzen. Platz. Okay, und wir halten Yamaha. Space to use. Damit kann man leben. 6 Räume zum Auffüllen und ein Herz wiedergeben. Why not? My friend, why not? Da 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 da. Ja, da, 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 da. Und ich würde mal sagen, hier testen wir mal auf den Geheimraum. Könnte sein. Bam! Und haben Geld. Zwar nicht so viel, aber das war ja auch eher ein provisorisches Testen. Würde ich mal nach links sprengen, vielleicht war da der Shop. Ja, nach rechts war wirklich der Shop. Nach rechts war wirklich der Shop. Tja, hätte aber sein können, dass es nicht der Shop war. Also hätten wir jetzt einen Raum abgekürzt, also. Das ist natürlich. Stopp, nein! Ja, stimmt, das hätten wir erst nach dem Boss aufnehmen sollen. Dann lass mich mal schießen. Vielleicht schaffe ich den Boss ja ohne Schaden. Währenddessen werde ich einfach weiter kommentieren. Nein, den schaffe ich nicht ohne Schaden. Das tut mir jetzt. Doch, musst du aber eigentlich. Kannst du eigentlich hinkriegen. Ja, kann ich. Mach ich, werde ich aber nicht. Und auch wenn sich das jetzt so anhört, als würde ich das mit Absicht machen. Nein, ich mache das nicht mit Absicht. Das ist einfach. Tja, das war's. Hättest du auch solchen können, aber. Und jetzt Kamikaze. Einfach Vito gegen seine eigenen Leute antreten lassen. Und dann stirb. Oder? Ja, das war's auch wieder. Dieser Kampf ist verloren. Damit ist die Sache vorbei. Sieht man das. Verloren. Renn zu dem Herzen, oder verlierst du vielleicht wirklich noch? Aber natürlich, so. Nun denn. Ein weiteres HP ab. Ich hatte vorhin schon einmal 4 Herzen und dann sind wir trotzdem gestorben. Wir hätten eigentlich 5 Herzen. Und wir haben ja kein Problem und werden deswegen ausgelacht. Mein Gott, Isaac, schließ die Tür ab. Eine Shit-Position hingeliefert. Tja, und das war's mit diesen Köpfen. Und wir können wieder ein Herz gratis auffüllen. Und verdammt, das wird scheiße. Erstmal das Feuer löschen, bevor der letzte Hopper sich in einen Feuerhopper verwandeln kann. Diese anderen, diese Spinnen heißen übrigens ebenfalls Hopper und können sich auch anzünden. Die Feuerhopper sind nämlich scheiße. Wie man die jetzt sieht. Nom. Dennoch, sie sind zwar scheiße, aber down.
Und Opfer des Mörders Herz, wir können zum Jahr aufstellen. Geil. Pack. Oh yeah, Damage up plus 2 Silberherzen. Extremes Damage up, soweit ich weiß. Und Schussgeschwindigkeit auch nicht schlecht. Und wir haben keinen Schlüssel. Ein blauer Stein. Hoffentlich ein Schlüsselstein. Headshot. Okay, das war nur ein Ballschiff, aber der ist bei denen okay. Und da ist schon mal der Schlüssel. Dann wollen wir mal gucken. Und ich versuche mal hier. Nein! Nein, wir gehen erst in den Schatzraum. Denn da ist der... Oh. Wow, haben wir erst gestern freigespielt. In diesem epischen Run. Und jetzt sollen wir direkt wieder... Ja, komm. Dr. Fetus. Wir sind ein Demon Fetus. So, und jetzt... Stein! Schieß mal nach unten. Schieß mal nach oben. Shit happen, Bombs. Schieß mal nach oben. Schieß nochmal nach oben. Na yeah. Also, der Geheimraum. Und Münzen. Beim ersten Versuch gefunden. Und jetzt schieß mal da ins rote Feuer. Schieß mal da ins gelbe Feuer. Schieß mal nach da oben. Vielleicht war da oben der Job. Vielleicht wir wieder Schütze sparen können. Ach, was soll's, wir haben unendlich Bomben. Schieß mal nochmal rein. Ach, Leute. Warum fährst du zur falschen Seite? Weil wir da uns schon getestet haben. Nein, vorher nach oben. Dann gehen wir nochmal da rein und gehen so in den Shop. Zack, ist aber nicht der Shop. Kaboom. 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 Trickshots, So, der Shop und der Bossraum. One hit. No. Wir werden gleich auch noch nach einem ganz bestimmten Raum gucken. Super Secret Room. Allerdings. Schieß mal hier zur Seite. Jo, wir haben ihn. Wenn ein heiliges Herz drin ist, dann lassen wir es dort. Eine Kiste. Eine Teufelskiste mit Teufelsbomben. Wir haben auch Bomben. Nun, in dieser Ebene gibt es nichts mehr, wir gehen weiter. Larry Jr. Na, das ist doch eine perfekte Testfigur. Tschüss. Feuer und tschüss. Oh, schade, nicht ganz. Hey. Und Moms Lipstick für mehr Range. Na also, geht doch. Aber die meisten Damage-Ups bringen uns jetzt überhaupt nichts mehr. Na und, dafür können wir die meisten Bosse... Also dafür können wir immerhin Larry Jr. oder The Hollow One-Hit killen. Beinahe One-Hit. Auch viele Bosse können wir so One-Hit killen. Schließ die Tür ab. Naja, ohne Bibel. Kaboom! Kaboom! Guck mal, wir können dasselbe wie ihr, nur wir haben keine Giftbomben. Kaboom! Und jetzt testen wir nochmal auf der Seite. Nein, nichts. Sollen wir in den Kampfraum rein? Ja, komm. Gucken wir mal. Kiste ist es nicht wert. Doch. Pille. Fragezeichen Pille. Tears up. Ja, toll. Hatten wir es nicht schon mal? Dieselbe Pille dafür sogar? Bringt uns ja sehr viel. Feuer. Feuer nach oben. Und nochmal Feuer. Und Feuer. Und Feuer. Feuer. Boom. Boom. Und kaboom. Boah, ihr seid den Remote Detonator. Now that's what I wanna see. Hallo Bombe. Schnell, Feuer. Andere Seite. Unten. Und der letzte. Jetzt aber. Feuer nach unten. Feuer zur Seite. Und wir haben es nie gefunden. Den Geheimraum. Wir kriegen noch ein bisschen Geld. Einmal noch kein Schlüssel. Das wäre schön, wenn wir einen Schlüssel finden würden. Feuer frei. Kaboom. Tja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier hin. Kaboom. Boom. Gegner down. Bomben brauchen wir auch so sehr. Ich wollte euch mal testen nach dem... Ja, stimmt. Super geil, Mann. Ach, diese Kombination ist blöd. Das ist Arschkrieg, ey. Da wissen wir, dass es der Geheimraum ist. Jetzt schießen wir hier. Offenbar nichts. Aber ja, da oben ist er. Eine Teufelskiste. Schon wieder? Teufels. Dieselben Kiste. Dieselben Bomben. Schon wieder. Würden wir später sagen, wir sollen noch mehr Bomben schießen. Oder noch stärkere Bomben machen. Wir gehen erstmal runter.
in die Nähe des Schatzraums und hoffen, dass wir da noch eine Bombe finden. Und du solltest aufhören, so zu schießen, ansonsten können wir nicht mehr die Räume wechseln, um Schaden zu kriegen. Fuck. Diese Teile nerven. Boom. Bam. Erst gucken wir mal, ob wir noch einen Schlüssel kriegen. We need a key for us. Mist. Nein, keine Schlüssel. Ach, kein Geheimraum in der Nähe um. Fuck. Verdammt! Ein Schlüssel würde vielleicht die Box, vielleicht hat die Box. Vielleicht droppen wir gleich die Box in der Katakombs. Na dann hoffen wir es mal. Auf die Box. Gördy Junior. Na dann, den wollen wir mal zum Explodieren bringen. Aber wenigstens ist es mal für meinen Kanal unüblich kein Champion Boss. Boom. Boom. Sturm gegen die Bombe an. Teufelsraum. Und Teufelsraum. Dann gucken wir. Warte, wollen wir Teufelsraum oder wollen wir Engelsraum gehen, Peter? Wir gehen Teufelsraum. Teufelsraum. Lucky Food, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Ja, oder? Bessere Pillen, auf jeden Fall. Schieß mal hoch. Schieß mal hoch. So. Tammys Po brauchen wir nicht. Dann gehen wir in die nächste Ebene. Ein Goldraum ausgelassen. Tja, aber Samson. Wir kriegen ein Geschenk, was ist denn da drinne? Scheiße. Tja, Samson können wir nicht mehr freispielen. Der ist schon freigespielt. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Und Kablamo. One-Hit-Shot. Und wir überprüfen kurz. Geheimraum. Ja, Geheimraum. Und Münzen. Wie gesagt, also wenn wir schon genug davon hätten. Wir können sie ja nicht ausgeben, wenn uns ein Schlüssel fehlt. Ja, und der Geheimraum liegt leider ungünstig. Schieß, Feuer, Schieß, Feuer. Schieß Feuer. Der nimmt das war etwas zu nah. Dann schieß Bombe. Yes. Und BAM! Das nennt man Ballistik. Schlüssel. Bombe. Bombs Aki, die Pille wäre jetzt geil. Yep. Jetzt ganz. Oh, geil. Safety naja, Cap für mehr Pillen. Besser als wenn wir gar nichts hätten. Plus noch den den Lucky Food, der uns. Schieß mal nach oben. Der gute Pillen macht. Ist ganz gut. Bam! Oh. Bam! Plus Fistula. Bam! Und bam. Damn it. Damn it, boys. We have a traitor. Super Geheimraum. Von wegen, der kann ich beim Miniboss sein. Mein liebes Vicky. Ist ja gar kein Miniboss. Miniboss sind ja die 7 Todsünden. Das ist ein normaler Boss, der als Gegner gewertet wird. Tja, in jedem Fall. Rusted Key Map. Nein, wollen wir nicht. Nein, wollen wir nicht. Denn sonst wissen wir ja. Keine Pillen. Wir kriegen mehr Truhen. Aber. Naja, was bringen uns Truhen? Wir kürzen nochmal kurz ab. No. Blutopferraum? Mach mal. Komm. Nein, immer noch nur die beiden Spinnen. Kaboom! No Safety Cap! Kablamo! Mach da eine Bestimmung! Kablamo! Kablamo! Oh, wir haben Schlüssel. Was das bedeutet? Feuer! Wir können in den Schatzraum. Oder wir können uns was kaufen. Wir können hoffen, dass es im Shop einen Schlüssel gibt. Sollen wir? Wir riskieren es mal. Greed. Nein, nur Greed. Jetzt, wenn man Cola hat, kommt Greedo. Wir wollten jetzt den Flat Penny. Tja, wir haben sehr viele Pennies. Aber kein Flat Dog, aber der ist davon ist nicht flach. Leider. Tja, flach sind nur die Witze. Wieso? Wir nehmen doch gerade nicht mit Sarazza auf. Naja. Feuer frei. Und da oben ist ein blauer Stein. Vielleicht ein Schlüssel? Oh, eine Pille. Bombs, okay. Nee. Hells up. Naja, ist auch okay. Hells up, der braucht schon Hells up. Legion. Das war jetzt aber knapp, mein lieber Kollege. Feuer. Wir brauchen eh doch keine mehr. Feuer. Bombs Aki. Schon vergessen? Na gut. Feuer. Und Kablamo. Feuer. Stell dir vor, wir gehen jetzt in den Kampfraum rein und da haben wir dann den Dingsschlüssel, den Skelettschlüssel. Ja, und dann kriegen wir Bombs Aki. Oder den goldenen Schlüssel. Tja, wir können in den Kampfraum gucken. Wir mal rein. Kiste. Komm schon, Schlüssel.
Eine Pille. Oh, Pille und silbernes Herz. Ihr werdet uns nicht einhängen. Jetzt mal. Oh. Verdammt, schieß gegen die Wand. Schnell. Feuer. Ab, damit das weiter nehmen. Gegen die Wand. Ich habe einen erwischt. Aber wenn das doof ist, die Bomben rutschen zu weit. Deswegen Remote Detonator einfach mal kurz gratis die Bomben dahin ständen. Und dann springen, wenn man es möchte. Hehe, und so sprengt man die dabei in die Luft. Einfach passend gegen die Wand schießen. Und diese schreien. Ey, lauf doch nicht hin, du siehst, oder ich dahin schieße. Nein, sehe ich eben nicht. Und wir können in den Goldraum. Ja, wir holen uns den Schatz. Und jetzt lösen wir mal die Pille ein. Zack. Pubertät. Nun, wir haben eine schicke Frisur. Aber dafür ist unser Hut jetzt weg und unser Monokel. Tja. Wir sind rausgewachsen. Hut und Monokel wären besser, aber naja. Sauf. Hast gemerkt, das hat eine viel größere Explosion gemacht als alle unsere anderen Bomben. Dann ab in den Schatzraum. Und just speed up. Und Range, sobald ich weiß. Speed und Range. Sag doch lebendes Wiki heute. Yeah! Ab geht die wilde Fahrt. Und sogar gesteuert. Fällt nur noch der Remote Detonator. Und wir, Dr. Remote und wir haben das komplette Dr. Fetus Set. Nein, den werden wir mal Doch. Leben lassen. Mal sehen, was sonst alles gibt. Na komm, scheiß was aus. Schlüssel, vielen Dank. Karte. Und zwar the Tower. Und okay. Mom's Purse, und geil. Purse. Ein weiteres Trinket für uns. Das ist doch mal gut. Oh fuck. Was, der lebt noch? Ich würde mal sagen, wir aktivieren gleich The Tower, oder? Bam. Bam. Ich hab schon mal den Champion weggesprengt. Und den anderen. Und einen anderen habe ich auch schon weggesprengt. Jetzt los! Sprenge sie! Die wollen nicht in meine Bomben reinlaufen. So, jetzt ist nur noch einer da. Und das ist, der Opfer. Langsame. Das ist so langsam der. Der ist so langsam, der läuft nicht in unsere Falle rein. Du wirst echt eine Falle für langsame Kerle machen. Wieso feuerst du in die Richtung? Weil ich probiere irgendwie vorher gegen jetzt. Wann? Jetzt und jetzt nochmal und das ist es dann. Halten wir uns mal vorher noch auf. Ja. Wäre eventuell sinnvoll. Ein bisschen. Wir hätten sagen noch mehr Herz. Und auch noch eins. Okay. The Tower. Das macht Zufallsbomben. Naja, in einem Muster. Und noch was, wenn wir in diesen Raum wieder reingehen, werden wir uns durch die Bomben selbst Schaden zufügen. Wir werden eh nicht mehr reingehen. Gegen Chat. Und friss ein paar Bomben, mein Freund. Friss ein paar Bomben. Komm, gib dir mal. Gib's dir. Schmecken gut heute. Gib dir richtig, hier. Ganz frisch. Will Chat voll. Der Blick. The thing saves all. Kaboom. Wum. Kaboom. Wum. 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 Oh. Und guck mal, Chat schrumpft. Und Chat ist tot. Nein, wir haben Chat getötet. Wir haben den Chatverlauf getötet. Tja, und was gibt's? Little Chat. Ein kleiner Wurm, der uns nervig und Herzen gibt. Und glücklich aussieht. Ja, und er gibt uns Herzen. Das ist doch gut. Und glücklich. In nächste Ebene. Auf und davon. Und The Death One. Letzte Ebene, oder vorletzte Ebene mit Shop und Geheimraum und Goldraum. Und dann gucken wir mal hier. Feuer frei, die Hopper sind scheiße. Ah, da, das sind kein Hopper. Das ist Credo Kopfer. Ja. Ja. Hat gemacht. Boom in mein Kopf. Feuer nach oben. Nein, Feuer jetzt nach oben. Ja. Feuer zur Seite. Boom. Hat so schön gemacht, prickelt in das Kopf. Halt da. Warum nicht? Haben wir noch nicht genug. Wir haben jetzt eine ganze Reihe voll. Wir müssen mehr Health kriegen. Gegen Mom wird übrigens der Schütze mal spielen. Da war
In der Welt, dass ich sterbe. Oh, guck mal. Da ist Geheimraum. Und der war sogar noch durch Zufall. Durch ungewollten Zufall. Und da wir ein Herzen brauchen. Nom nom nom. Schmecken Herzen. Tja, Jam hart offenbar. Oh, Geld. Geld. Also ob wir noch nicht genug davon hätten. Wir haben zwar noch keine 99 wie in dem Run, aber... Immerhin. Wir haben ein bisschen Geld. Aber den Geheimraum. Mr. Mega, perfekt. Perfekt. Dann wollen wir mal. Schieß. Treubombe. Schieß. Wie das aussieht. Schieß. Alter, wir hatten ja schon so viel mehr Schaden gemacht, ne? Ja. Wenn wir das Pentagramm gefunden haben. Aber jetzt nochmal. Feuer. Dreimal so viel Schaden. Boom. Und er ist der Sprengradius. Warte mal, schieß jetzt mal nach, nach rechts. Okay, schieß jetzt nach links. Und wir kriegen auch noch zwei Pennies geschenkt. Die wir auch dringend brauchen, wie jeder weiß. Okay, stopp. Darf ich mal? Ich habe einfach eine Bombe dorthin. Eine ganz normale, die gibt's auch noch. Ja, stimmt, ganz vergessen. Bombe. Die sehen glücklich aus. Guck mal. Glückliche Bomben. Na, das erhält doch von uns ein Like. Das nicht. Du schon wieder? Oh fuck. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist... Wir verlieren wenigstens keine Kohle. Wäre doch cool, wenn wir jetzt Bombing Bomb hätten. Oh, ja. Bombing Bomb, dann wären das wirklich Trollbomben, die aus Kisten kommen. Nur ungefähr ein Zehnfaches größer. Und sie kämpfen für uns. Eine Scheiße auf die Luft. Weißt du, wir jagen alles in die Luft, außer die Sachen, die wir in die Luft jagen möchten, ne? Die Gegner. Wir jagen Scheiße auf die Luft. Aber die ganz normalen Gegner nett. Los jetzt. Ballistik. Du hast mich verraten. Und jetzt schieß mal nach unten. Schieß mal nach zur Seite. Damit Boys. Dann gehen wir mal woanders hin. Wo könnte der Raum denn noch sein? Links. Stopp, falscher Raum. Einmal runter und dann links. Und dann, obwohl, weißt du was, schieß mal dahin. Wieso sollen wir noch außen rum gehen, ne? Voll. Kaboom. Oh. Lauf ganz schnell. Oh, das war nur noch eine normale Bombe. Nein, das ist einfach noch dieselbe, nur halt in einer kleineren Form. Und wusch. Und jetzt schießt man nach oben. Nochmal. Ne. Feuer. Die Scheiße, Feuer. Die du gepinkelt hat. Feuer. Nochmal. Oben. Bomben. Du. Fliege, hab dein Haus zerstört. Tja, besser als du sagst. Ich hab das ganze Gras geraucht, jetzt haben die Pokémon kein Zuhause mehr. Also dann, danke Dominik, jetzt dürfen wir nicht mehr in den Du Raum musst aufpassen, rein. Wenn du siehst, dass ich schießen möchte und dann einfach in einen anderen Raum gehen, weil du siehst, dass ich das gerade den Geheimraum suche, ne? Tja, da konnte er aber nicht sein, weil wir da schon hingegangen sind. Nein, weil ich wollte eigentlich woanders hinschießen. Dann schieß mal. Wollt dort oben hin, also neben dem Raum mit der Pille, weil wo die Pille zu sehen ist, nach rechts. Schieß mal zur Seite. Schieß mal nach oben. Hier ist er auf dem Einfach Weg. Durchrennen. Rennen. No. Dorthin wollte ich das machen. Siehst du, da war er nämlich. Dann wollen wir sehen. Und da haben wir so einen Herzenraum. Der kommt sogar ganz gelegen. Warte, ich. Jetzt hör mal auf, ey. Ich will die Herzen wegsprengen. Eben, und hör damit auf. Warum hast du das jetzt gemacht? Damit du damit aufhörst, einfach so wild rumzuschießen. Wieso? Wenn man schon Bomben hat, dann kann man mal ein bisschen Spaß haben. Feuer. Boom. Feuer. Boom. Feuer. Boom. Feuer. Bombe. Boom. Das ist doch jetzt nicht mal wahr. Hier, Bombe. Das ist eine Bombe für dich. Bombe für dich. Feuer einfach. Hier, Bombe. Bombe. Bombe für dich. Bombe für dich. Bombe für dich. Bombe für dich. Damit. Jetzt. Bombe für dich. Nein, endlich.
seine Fragezeichenpille. Eine Health Up, das wäre eigentlich eine Health Down Pille. Health Up. Tja, und wir wissen ja, wo es Ersten gibt. Also dann, spreng mal auf. Sprengmeister statt Schütze jetzt. Zack. Da geht's nicht, wir haben ja noch den Chop zu finden, den Chop. Da unten ist irgendwas, also Feuer. Boom! Heat Shot. Yeah. Ich glaub jedenfalls nur ein Kopf war. Pills hier, Tears Up. Brauchen wir auch so Bringt dringend. Zwar nichts, aber naja, haben wir. Feuer nochmal. Feuer. Wir hätten den eigentlich noch verwenden können. Ich meine, wir hatten noch ein paar Herzen im Raum drinne. The Fool. Anfang. Wir können in den Shop, oder? Shop lohnt sich. Erstmal Shop. Coin Purse. Na dann, mit dem Lucky Food kriegen wir nur gute Pillen. Und den Schlüssel hier können wir sehr gut gebrauchen. Schieß mal nach oben. Bumm. Schieß nochmal nach oben. Bumm. Und dann? Health-Up-Pillen. Zwei Health-Up-Pillen. Unbekannter Effekt. Speed-Up. Zwei Speed und zwei Health-Up-Pillen. Gut, warum nicht? I like this. Na komm, nehmen wir das Head auch noch mit. Dann haben wir den ganzen Shop leer gekauft. Für die Wirtschaft. Und wir können uns gleich nochmal teleportieren, holen uns aber unsere Karte wieder zurück. Warum hast du das jetzt gemacht? Was? Damit hätten wir aus vom Marm abhauen können, aus dem Raum. Es ist erst die erste Necropolis. Marm ist erst im nächsten Raum. Bis dahin haben wir nochmal die Chance, Neues zu finden. Und ansonsten, bei Marm steuerst du ja. Da kann ich jegliche Schuldverkacken von mir abweisen. Jetzt, Leute, ganz im Ernst. Jetzt ist es schon, wenn wir jetzt verkacken. Mit dem Bomben gegen Marm, na gut. So bloat ist damit auch nicht gerade schön. Naja, was soll's. Was mut, das mut. Feuer einfach. Da geht nicht, das macht Schaden. Feuer nochmal. Lauf! War ein Stein im Weg. Ein Stein. Boom! Ranger. Brauchen wir nicht so wirklich. Also dann. Shall we? Shall. Zack, Ebene, nächste. Ja. Sehr gute Angabe. Ebene nächste. Baum. Einfach nur Baum, okay? Ne. Schieß mal noch. Schieß nochmal. Hast nicht richtig getroffen. Schieß nochmal. Hast nicht richtig getroffen. Es sind riesen Trollbomben. Die haben eine riesen... Jetzt hast du getroffen. Sprengkraft. Und jetzt zack. Scheibenkleister, das müssen wir mal angucken. Wir haben den Geheimraum gefunden. Was auch sonst. Ohr nochmal. Tja, dann holen wir uns mal den Zaster. Und tschüss. Feuer. Oh yeah. Little Chat, tu irgendwas Wirkungsvolles. Der ist ja nutzlos, ey. Greif an oder sowas. Sekunde mal, wir können jetzt einfach gehen, oder? Die Fliege wird ja nicht als Gegner gewertet. Ja, die verschwindet einfach dann, aber egal. Was Mutter tut. Und boom. Und da wir jetzt, da können wir eigentlich reingehen. Zack. Und eine Herzabbilde. Und iPhone Pills Pill. iPhone Pills. Überall ziehen nochmal. iPhone Pills. Nee, warum nicht? Je mehr, desto besser. Und jetzt können wir uns wieder um Einheit sammeln. Heil dich. Okay. So, wir nehmen unsere Wahrzeichen mit und laufen. Lauf einfach mal auf mal. Auf die Stacheln, die ein ganzes Herz Schaden machen. Meh. Vaginas, also wisst es. Feuer. Und erledigt. Und wir kriegen Geld. Den Geldsack. Hallo Dagobert. Schieß mal. Schieß andere Seite. Schieß weiter. Und nochmal. Und jetzt schieß nochmal. Wohin? Nach rechts. Jetzt schieß nach oben. Und jetzt schieß nach unten. So, schieß nach oben. Schieß nach unten. Nichts vorhanden. Pokerball. Haben wir hier schon geguckt? Ja. Nee, nicht so ganz. Schieß nochmal nach oben. Und jetzt zu der Seite. Nach oben. Okay, wir haben nichts übersehen. Nee, den Geheimraum kannten wir schon. Wir haben ja gerade wieder umgedreht. So. Tja, weiter geht's. Oh. Feuer.
Oh. Oh. Bada boom. Boom, boom. Ich will jetzt aufspringen. Wir brauchen ein gar keine Abstütze mehr. Chop. Nur Chop, guck nochmal nach dir. Chop, Chop. Ja. Haha, ciao. Boom. Headshot. Boom. 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 Und im Shop? Steam Sale. Steam Sale. Brauchen wir zwar nicht, aber... Verdammt, wir haben keine Schüsse mehr. Das Herz, das hier und die Bombe. Einfach nur, weil wir es können. Und wegen der Wirtschaft. Dann mal sehen, was es hier gibt. Oh, es sind Vollidioten, die mit Säure spucken. Wir können dasselbe, denn wir Impact haben. Ein Schlüssel, na erst also. Erst zur Kiste. To the rescue. Auf zu der Kiste. Chest. Baum. Auf zu der Kiste. Auf to the hell's uphill. Tja, warum nicht? Wir haben noch nicht genug Leben. Wir haben fast 12 Herzen. Komm, wir machen aber die anderen. Vielleicht will nur mal eine Herzabpille. Tja, dann... Später. Oder wie der Scheiß auch immer heißt. Du, Fliege, Baum, böse. Vorher mal zu der Seite, genau da. Und es ist eine Fragezeichenpille. Okay. Tears up. Naja. Also Tears down eigentlich. Mal kurz das Herz. Hier gibt's nichts. Feuer einfach. Ich hasse alles klar. Feuer, 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 Feuer. Lauf doch nicht einfach in die Gegner rein. Was haben die überhaupt... Nein, ich will gar nicht wissen, dass sie da reingesteckt haben, um diese Würmer abschießen zu können. Boom. Headshot. Da müssen wir dran spielen. Ja, spielen wir mal dran. Allein nur wegen Herz. Also dann. Ja klar, wegen Herz und Health-Abpillen und wegen noch dem Schutzschild. Ja. Schutzschild wäre auch nicht schlecht. Vor allem, wenn man ein Champion-Boss ist. Es gibt einen Champion-Boss, der schießt übrigens nur. Von Mom her. Der stammt so gut wie gar nicht. Schießt dafür sehr, sehr oft. Ja, toll, Cheater. Warum? Weil er ein Champion ist. Also wenn Mom Champion ist, cheatet sie. Nein. Der Automat gibt uns Geld und Geld und Geld. Wir können zocken und zocken und zocken. Wir haben genug Geld, Automat, Mann. Nein, wir bekommen bestimmt gleich noch den Dollarschein, damit wir auch auf jeden Fall noch gut genug Geld haben. Und einen Schlüssel. Wie jeder weiß, ist der Dollarschein unser guter Freund. Und eine Pretty Fly. Ein Schutzschild, sehr gut. Dass wir das Diebstahl gekauft haben, war eigentlich unnötig, das weißt du auch, oder? Ja, weiß ich, aber wir hatten halt das Geld dazu und das Geld benötigen wir dann noch. Wir waren jung und hatten die Kohle. Na dann, zack. Komm schon, Automat. Wir brauchen Herzen. We need heart. Hast du uns etwa nicht lieb? Ich glaube, der Automat hat uns einfach nicht lieb. Mann, jetzt bräuchte ich Bombs Arcade Kill. So eine. Killen. Ja, Bombs Arcade Killen. Pillen. Eigentlich Bombs Arcade Pille. Ein Herz hat uns lieb. Yay, wir brauchen nur noch 1,5 Herzen, haben wir es voll. Jetzt brauchen wir nur noch ein Herz bis voll. Oder ein Herz Pille, wir brauchen nochmal 2 Herzen. Genau. Aber erstmal gibt es ein paar Schlüssel. Und wie man weiß, Schlüssel kann man bis in The Womb immer gut gebrauchen. Das Problem ist nur, die nächste Ebene ist eine Womb. Oder dann, Utero, was nochmal wie die schwerere Ebene davon ist. Ja, oder aber Scheibenkleister, das hat sich selbst in die Luft gejagt. Er mochte uns wohl doch nicht so sehr, wie wir dachten. Stopp mal. Oder aber... Gehen wir mal zurück. Zurück. Ach ja, stimmt, wir haben den Raum noch gar nicht gefunden. Der ist er nämlich. Und zack. Und Lucky Toe. Wir können mitnehmen. Brauchen wir nicht. Wir können die mitnehmen. Wir haben zwei Trinket Rooms. Nimm mit, weil es ist ganz im Ernst. Nicht Safety Cap. Ach ja, stimmt. Ganz vergessen. Wir haben eine Tasche bekommen von dem Bettler. Ja. Na dann. Das sieht aus wie ein Hakenkreuz. Ja. Locker, das tun wir sowas. Mal sehen, ob wir hier noch ein halbes Herz dazu gewinnen. Hör auf, dich wegzubewegen, Fliege. Eine Tarot Card. Vielleicht The Lovers? Oder? Wir haben erstmal ein Herz bekommen. Death! Die nehmen wir mit. Dann aktivieren wir mal The Tower.
Tschüss. Der Tower ist bei Mom's Head eh unnötig. Aber bei Death machen wir verdammt viel Schaden mit. Die Bibel wäre schön. Ja, aber ich glaube, wir sollen immer so viel Luck haben. Tja, das nennen wir mal One-Hit-Kill. Und wieder. Du, dann kann ich mal kurz. Dann tauschen wir schon mal. Tja, dann. Uno Momento, Papa, das. Eine Sekunde, bevor es weitergeht, tausche ich mal mit Dominik den Platz. Und jetzt. Kämpft er gegen das Herz, weil ich es mit dem Bombentrain einfach nicht kann. Nein, nicht gegen das Herz, gegen Mom. Ja, stimmt, das Herz kommt noch. Und das wird dann wahrscheinlich wesentlich einfacher. Ja, mit Bomben gegen Herz anzutreten ist eigentlich ganz leicht. Ja, aber gegen Mom nicht so einfach. Weil, wie wir ihn kennt, er nutzt gar nicht den Watt aus. Wenn du und nahe, das funktioniert. Nein, du machst auch nur selber Schaden. Und nicht vergessen, wir haben noch Death. Jo. Wir haben noch Death. Vergiss das nicht. So. Schaden. Sagst du, man sollte ausweichen? Ja. Nun, der Pro zoffen wir doch nicht allzu gut in den Schaden. Ja, ein bisschen Schaden hat man immer. Ja, das ist ja auch verständlich, aber so wie du sagst, ich bin mal glatt meinen, du sagtest, du willst komplett ohne Schaden schaffen. Immerhin schaffe ich's gegen Mom. Kollege. Ja, dann. Kommst du hier noch wieder zurück? In den Wurm, aber. Und noch etwas, in The Wurm gibt es ja auch noch die Geheimräume. Und super Geheimräume. Deswegen. Und es gibt öfters, soweit ich gemerkt habe, irgendwie Arcade-Räume. Ja, und jetzt essen wir erstmal das Yamhart. Noms. Und wir testen aber da unten, ob das ein Geheimraum ist. Voll. Boom. Lauf. Lauf. Okay, ich dachte, der wäre schon tot. Okay, er hat sich selber getötet. So, schieß mal zu der Seite. Nach oben. Jetzt schon der Geheimraum. Der Supergeheimraum ist nicht mit dem Sim. Oh, One Up. Okay. Okay, wir haben gewonnen. Nach oben. Und nochmal nach oben. Und jetzt wolltest du hier oben testen. Mhm. Nope. Nein! Oh. Left hand. Nein. Warte mal. Statt Lucky Toe, Left Hand? Nope. Feuer. Feuer nach unten. Boom. Feuer zu der Seite. Naja, der Bettler, das war kein richtiger Bettler, war ein Betrüger, weißt du warum? Hm? Er lebt ja in Mom drinne, also hat er eigentlich Obdach. Das stimmt. Und noch ein Herz. Wir haben 12 Herzen. Jo, mehr geht nicht. Jede weitere Health-Pille können wir schmieren. Ich glaube, wir sind der stylischste Dämon, den es jemals gab. Oder? Ich meine, wir hatten Monokel. Wir haben eigentlich eins. Monokel und Zylinder. Wir sind ein feiner englischer Herr, der. Wir sind Zombie. Zombie. Also dann, wann. Stopp, nach oben. Meinst du? Versuch, rechts. Na, da ist bestimmt. Ja, da ist es bestimmt. Da ich gesagt, da ist es auch. Nein, da ist. Ace of Spades. Ja, tauscht gegen Lucky Toe. Wieso, mehr Schlüssel? Nein, Ace of Spades macht mehr Tarotkarten. Mehr Karten. Und Lucky Toe brauchen wir wirklich nicht so unbedingt. Nope, wir haben ja schon den Lucky Food. Zu viel Lack ist ungesund. Hat meine Mom immer gesagt. Und jetzt nicht wahr, Quentin? Zu viel Lack ist ungesund. Warum ist zu viel Lack ungesund? Lauf! Na gut. Kaboom! Lauf. Meint er, weil zu viel. Meint er einfach mal, es gäbe nicht genug Lack oder was? Nope. Oh, das war ein Champion, ich wusste das gar nicht. Ihm werden das freuen. Egal. Also dann, das Herz lassen wir uns mal über, falls wir ein halbes Herz finden. Wir kriegen kein halbes Schaden mehr, das weißt du doch auch, oder? Ja, aber falls wir ein halbes Herz finden, Feuer einfach. Kaboom! Wir können rein. Und jetzt vorsichtig, mit aller Behutsamkeit. Ist auch nicht so, dass wir irgendwie 5000 km/h schnell sind. Und Turf Club verdoppelt unsere Bomben. Warum nicht? Wir haben ja noch nicht genug. Und wir brauchen natürlich auch so dringend welche. Jetzt Bombs Aki. Komm, hast uns Feuer frei! Hascht und schlieb, Kollege, ne? Hascht und vorher nochmal frei. Oh yeah. Und es ist The Chariot. Oh fuck yeah. Dafür nehme ich sogar den auf. Wir haben alle Räume, ab zum Boss. Mehr können wir nicht machen, außer das Yamhart aufladen. Voll. Gemini. Gleich doppelt.
Die doppelte Version. Und das doppelte Rage Kit. Double the Fun, Double the Gun. Double the Gun, Double the Fun heißt das. Nicht ist doch egal, wie rum. Hauptsache man doubled irgendwas. Und ich hab den. Jetzt haben wir nur noch einen Rage Kit zum Glück. Und einen gemein, ja, als ob sie getrennt wären. Es sind verschiedene Gegner. Aber man kann die wirklich einfach trennen, ne? Man kann einfach wirklich immer die Nabelschnur nur zerstören. Das war ein richtig am Arsch. Und so sind die am Arsch. Let's go to home. Nun denn, no shit, Sherlock. Jetzt gehen wir. Dammit, hier müssen wir aufschließen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, das können wir uns leisten. Gerade noch so. Judgment! Oh yeah! Boah, da habe ich gerade versaut und jetzt kriegen wir nochmal die Chance, was Neues zu kriegen. Tut mir leid, kleiner Bettler. Aber ich wusste, ein Engels-Item kriegen wir eh nicht mehr, also ein Engelsraum. Also dann, kleiner Bettler, wärst du so freundlich und... Der kleine Betrüger? Irgendwas Gutes zu geben? Wie eine Bombsaki-Pille? Oder... Oh! The Common Cold, Poison Damage. Poison Bombs, my friend! Feuer. Poison Bombs. Feuer. Boom. Feuer. Damit, ich stand noch im Weg. Aber wir kriegen ihn. Egal, schon wieder weg. Feuer. Boom. Wenn irgendetwas das überlebt, also wenn irgendetwas unsere Bomben überlebt, dann gibt es sogar noch Giftschaden. Dann richtig Respekt. Feuer. Boom. Headshot. Naja, Kopfschuss brauchen wir gar nicht. Das wäre ja wie ein Kopfschuss mit einer Rakete. Warum? Kopfschuss mit einer Rakete macht noch viel mehr Schaden, explodiert der ganze Kopf. Goldener Schlüssel. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Tja, etwas zu spät. Wenn wir jetzt noch in die Chest kommen würden, also in die allerletzte Ebene von Isaac. Theoretisch, obwohl nee, alles was wir machen könnten wäre in die Hölle oder in den Himmel, aber... Nein, den Himmel müssen wir auch erstmal noch ein paar Mal haben. Sollen wir? Wir gehen rein. Es gibt ja nichts mehr, was wir machen können. Loki... Loki-I. Das heißt, zweimal derselbe schwache Gegner. Zwei Bomben. Jetzt nur noch einmal. Ich sehe keinen. Und jetzt ist er down. Sollen wir uns mal den Teufelsraum angucken? Ja, auch in den Teufelsraum. Wir haben ja genug. Wir wollen fliegen. Ja, aber welche? Das linke. Schieß mal hoch. Und schieß nochmal hoch. Weil das rechte macht nur fliegen und... Spectral Tears, das brauchen wir aber nicht. Tja, Spirit of the Night hatten wir schon, also. Lord of the Pit, Demon Wings. Oh yeah. Wir können eigentlich beides nehmen, wir können eigentlich unser gesamtes Leben. Das wäre unnötig. Wir können unser gesamtes Leben eigentlich in Teufelseitens opfern. Dann hätten wir immer noch das volle Leben. Ja, eben. Dennoch, nun ja, belassen wir es erstmal. Jetzt kommt ja das Herz und wir gehen dieses Mal nicht weiter in die Hölle. Ach, warum? Können wir doch ruhig machen? Ich meine, wir sind der Teufel. Mit einer. Oh, mit einer Handtasche dabei. Stopp. Schieß mal nach unten. So viel zu unserem Zombie. Hallo, Double Trouble Follow. Feuer jetzt mal zur Seite. Andere Seite. Nochmal andere Seite. Und wieder Seite. Kein Raum. Hm, nach unten. Oh, guck mal, das ist ein Kreuz. Wir haben Boom. Okay. Wir sind Konstantin, wir sind durch die Hölle gekommen. Nein, Konstantin hat sich ja schon mal umgebracht. Und noch ein Health-Up. Health-Up, okay, Jamhard. Weil ich wollte Isaac sich ja auch umbringen, deswegen ist er runtergesprungen. Dann wäre er in der Hölle. Das ist er aber nicht. Aber er kommt in die Hölle und in den Himmel. Tja, der konnte sich vor allem nicht entscheiden. Schieß mal nach Seite. Nach Seite, Kollege. Ja, gut nach Seite. Sag mal. Nun offenbar nichts. Dann nach unten. Feuer. Boom. Bam. Weg. Tot. Babys. Mist. Nicht tot. Babys. Hör auf dahin zu fliegen. Das war Kamikaze. Japaner. Boom. Japaner. Boom. Ah. Kack endlich ab, du Baby. So. Er ist ein Bandwurm-Baby-Embryo. Feuer einfach. Komisches Teil. Andere Seite. Jetzt nochmal. Andere Seite. Nix da. Das beste Item, was wir kriegen können mit dieser Kombi, die wir haben, haben wir ja schon bekommen. Mr. Mega. Vielleicht noch Bobby Bomb, aber mehr auch dann wirklich nicht mehr.
Das ist wahr. Oh, das war ein Silberstein. Gleich gesehen. Ich, ja, im Womp siehst du Silbersteine halt nicht. Ah! Jetzt geh! Endlich! Verrecken, du Teil! The High Priest, nein, nicht machen. Nein, danke. The Chariot ist uns viel lieber. Vor allem, ah, gut, damit können wir gut machen, mal Fuß besiegen. Mit The High Priest. Dann sollen wir? Nimm mit, das ist meine Karte. Chariot. Obwohl, schieß mal nach oben. Unten. Okay, zu der Seite haben wir schon. Na dann. Hier haben wir schon. Jetzt zu dieser Seite. Kaboom. Boom. Baby. Boom. Oh, Trophäesbombe. Wir haben größere. Jetzt nach unten. Da haben wir schon kontrolliert von der anderen Seite aus. Tja, dann jetzt hier. Der unnützte Boss. Feuer nochmal. Feuer nochmal. Feuer nochmal. Feuer nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Der hat vier Formen. Und nochmal. Man muss überlegen, mal. Der hat vier Formen, dieser Boss. Vier. Und ist der unnützeste, den es jemals gab. Und zwar in jeder einzelnen von ihnen. Naja, in den ersten macht er wenigstens noch gut Schaden. Ich meine, er schießt auf dich. Dieser Embryo-Kopf. Wow, der wäre fast zu nah. Das kann doch nicht sein. Danke. The Sun, die nehmen wir mit. Ja, zu Chariot holen wir uns später, oder? Na gut, wir haben insgesamt ganz genau drei Leben. Das Leben, was wir jetzt haben, einmal bei uns durch den Mondapilz und das, weil wir es uns voll aufhalten können. Dann gehen wir mal hier so weiter. Sloth. You are no much for me. Hier, griff Giftschaden. Boom. Bob's Rotten Head. Brauchen wir nicht. Aber ich esse einmal das Yamhart. Nom nom nom. Na dann, auf zum Mams Haus. Auf zum Mami. Hallo Mami, wie geht's dir? Hä? Na dann. Ach gut. Freut mich. Fuck, diese Teile müssen weg. Die hasse ich. Laser auch. Kablamo. Aber irgendwie wird Mams halt nicht vergiftet. Das kommt. Das macht zwar Giftbomben jetzt, aber es hat eine geringere Chance. Wir können es eigentlich umbringen und nochmal Mams hat nochmal besiegen. Was uns das bringen würde, wir hätten einmal Mams hat mehr besiegt. Nee. Wir beenden diesen Run. Genau. Aber den Abspann tun wir euch trotzdem noch an. Oho. Das nächste Ende. Seht es euch an. Und wir haben die Truhe. Er öffnet sie und er wird. Jawohl. Er wird stärker. Mams hat wird jetzt stärker. Ja, so einen möchte man noch haben. Er wird von der Truhe in die Fresse geschlagen. Na, das ist ja mal eine Belohnung. Man kämpft sich stundenlang durch den Dungeon und wozu, um ordentlich einen in die Fresse zu bekommen. Klott. Und somit ist dieser Run vorbei. Das bedeutet, es ist geschafft für euch. Dieser Run war ein erfolgreicher Run. Dieser Run war mit meinem Lieblingsitem Dr. Fetus. Nicht ganz das komplette Set, aber ein sehr starkes Set von Dr. Fetus. Auch wenn der Giftbomben irgendwie nicht so ganz vergiftet waren. Ist egal, wir brauchen keine Giftbomben wirklich. Ich meine, wir hatten... Was soll's. Dafür macht es ganz schön Boom. Wir hatten zwar nicht die Bibel, aber naja. Und schade auch, dass wir nicht in die Hölle konnten. Ich glaube, ab jetzt können wir in die Hölle. Wir konnten schon im letzten Run in die Hölle. Ja, das war aber, weil wir ein Dings gemacht hatten. Eine Challenge. Und ab der vierten Challenge kannst du immer in die Hölle. Aber muss nicht. Du musst nicht. Du hast es so eigentlich schon durchgeschafft. In der Hölle kannst du halt nochmal Items freischalten, wie das Messer und sowas. Das machen wir aber erst außerhalb der Challenges. Aber dennoch. Es ist geschafft. Der Run ist geschafft. Und hiermit, mit diesem Abspann, können wir sagen,
Wir haben als Team Moms Heart geschlagen. Und zwar mit Isaac, nicht mit Kane. Und wir können jetzt mal kurz in die Stats gucken. Oh. Wir haben 6 am Armkit, das heißt, der Kampf wird jetzt immer noch härter. Aber wir haben Everything is terrible, just the game is just harder. Und das war's. Damit wollen wir uns verabschieden. Ciao.